Herzlich willkommen bei der Installationshilfe von Quicklein Internet. Mein Name ist David Batschi und ich bin im Kundendienst von Quicklein tätig. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Quicklein Modem installieren könnt. Die erstmalige Inbetriebnahme dauert ca. 15 Minuten. In eurer Verpackung findet ihr eine Gebrauchsanweisung, das Quicklein Modem 3890 oder 3896, ein Netzteil, ein Telefonadapter, ein HF-Anschlusskabel mit HF-Adapter und ein Netzwerkkabel. Bitte beachtet vor der Installation die Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung. Schließt das Modem an die Kabelanschlussdose an. Verwendet dazu die dritte, kleine Buchse, wie im Bild dargestellt. Solltet ihr eine Zweilochdose haben, dann könnt ihr das HF-Kabel mit dem passenden Adapter an die anschließen. Schließt das mitgelieferte Netzteil zuerst am Modem und dann an Steckdose an. Anschließend schaltet ihr das Modem ein. Sobald Online, Power, Upstream und Downstream permanent leuchten, ist euer Internetanschluss betriebsbereit. Die Grundinstallation ist abgeschlossen. Ihr könnt euch jetzt via Netzwerkkabel oder via WLAN mit dem Internet verbinden. Braucht für die Netzwerkverbindung die Anschlüsse LAN 1 bis LAN 4 auf der Rückseite des Modem. Zugangsdaten für das WLAN findet ihr im Quicklein Willkommensbrief. Falls ihr in einem grossen Haus oder in einer grossen Wohnung wohnt, kann es sein, dass in den Räumen, die weit von eurem Modem entfernt sind, die Internetleistung sehr schwach ist. Dann könnt ihr die Leistung von eurem Modem mit dem Quicklein WLAN Plus Adapter steigern. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Website unter quicklein.ch/internet/WLAN Plus. Oder ihr bestellt Quicklein WLAN Plus direkt im Kundencenter. Falls ihr trotzdem noch Probleme mit der Installation habt, kontaktiert unseren Kundendienst unter 0800 84 10 20 oder checkt unsere Website unter dem eingeblendeten Link. Jetzt wünsche ich euch viel Spass mit eurem Quicklein Internet, bleibt gesund und auf Wiedersehen!